Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Days Gone. Beim letzten Mal haben wir hier dieses riesen Camp ausgeräuchert. Was ist... Ah, okay, ich dachte, sie wäre vielleicht eine Freundin, aber keine Freundin. Okay, schönen guten Tag. Schön, dass du meinen Folgenbeginn gleich mal störst. Na gut, okay, egal. Ja, wir haben das Camp hier ausgeräuchert und haben unser Ziel umgebracht. Und jetzt müssen wir den Beweis noch abbringen. Und ich frage mich gerade, weil das 700 Meter sind, ob wir da nicht hinreisen können, ob wir da eine Schnellreise machen können. Warte mal. Ja, wir möchten das unbedingt. Oh, scheint zu gehen. Sehr schön. Das ist doch mal eine ganz feine Sache. Ich muss nämlich zugeben, ich bin da manchmal ein bisschen faul, diese langen Strecken immer wieder zurückzufahren. Und da ist doch eine Schnellreise eine schöne Alternative. Jetzt warte mal, ich glaube, wir müssen hier eh... Ja, wir können dann hier gleich voll tanken, wenn wir an der Werkstatt sind. Das machen wir vor Ort gleich. Warum habe ich das Motorrad eigentlich nicht genommen? Bin reingefahren. Naja, jeder Gang macht schlank, ne? Wie man so schön sagt. Dann laufen wir halt da rein. So. Da ist gleich die Werkstatt und da ist auch die Quest bei Ricky. So, es geht um mein Bike, mein Freund. Da musst du mal nachtanken. Hallo? Sollen wir dein Bike holen? Oh, nein, nicht schon wieder. Völlig unnötig. Ich lerne auch nicht aus Fehlern. Egal, wer nicht lernen will, muss zahlen. So, meine liebe Ricky, wir haben hier ein ganzes Dorf voller... Ah, jetzt kann ich es abgeben. Hey, Ricky, ich hab ihn erwischt. Ja, und 100 andere gefühlt. Lindsay hatte ein paar gute Freunde. Ich sag's ihnen. Ja, okay, wir sehen uns dann, Ricky. Jo, hier ist Krieg ausgebrochen. Okay. Kopfgeldjäger, 27%. Oh, da kommen noch einige Kopfgeldmissionen, ne? So, fahre zur Position Lava unter dem Gestein. Oh, das ist ja hier. Das ist ja hier. Na, das machen wir doch. Aber alles, was nicht länger ist als mein Motorrad, wird gefahren. Ich schau mich mal um. Gefahren. Ist das okay? Natürlich ist das okay. So, warte mal, wo muss ich denn hier hin? 70 Meter und trotzdem finde ich den Weg nicht. Da, ja. Hallo? Wahrscheinlich wollte ich die Treppen hochfahren. Ach, Mann, oh. Nie kann ich die Treppen hochfahren und mit dem Bike ins Haus rein. Oh. Na gut, beim nächsten Mal vielleicht. Ich werde es wieder probieren. Oh, Iron Mike. Ich habe über deine Worte nachgedacht, was man machen könnte. Etwas Sinnvolles zum Besseren fürs Camp. Ich höre. Hast du etwas Zeit? Ich will dir was zeigen. Ja, ein bisschen Zeit hätte ich. Hat er nichts zu tun in der Apokalypse. Camp läuft. Wo wollen wir hin? Warst du schon mal bei den Höhlen nördlich des Sees? Ich kenne sie. Na los, mal sehen, ob du mithältst. Sollen wir jetzt dahin laufen? Los geht's. Really? Wir laufen jetzt 400 Meter? Ich habe heute sowieso Sumpfdienst. Ich muss nachsehen, ob irgendwelche Freaks da im Matsch feststecken. Ach, ich dachte, ob da irgendwer reingekotet hat. Vor ein paar Jahren, glaube ich. Als ich klein war, wohnten wir in der verdammten Höhle. Mein alter Herr hielt sich für einen Geologen. So, hab den alten Mann überholt. Scheinen einige zu sein. Freaks, die im Schlamm stecken, meine ich. Ja, klingt so. Ja, lass mich das machen. Okay. Ach, die stecken da wirklich... Ach, wie geil. Ach, deswegen haben die das hier auch offen gelassen. Okay, verstehe. Kann ich die nicht... Mit dem Messer? Warte mal, da brauchen wir jetzt ja nicht meine Ripper-Klinge. Nein! Ich hab doch gerade das Messer genommen. So, ne, er nimmt... Okay, irgendwie bin ich gerade zu doof, das Messer auszurüsten. Obwohl es doch hier... okay, komisch. Na, dann müssen wir halt hier... Ist halt total unnötig, weil das jetzt 15% Haltbarkeit gekostet hat von der Waffe. Ärgerlich. Er konnte ewig darüber reden, wie sich die Außenwände der Höhlen aus erkalteter Lava geformt haben, während in ihrem Inneren noch heiße Lava unter dem Gestein floss. Die großen Höhlen zogen die Touristen an. Die Metolius-Höhle da oben. Und es gibt noch viel mehr. Hier ist alles voller Höhlen. Mhm.
Ich frage nochmal, warum können wir nicht mit meinem Bike dahin fahren? Okay, wir nähern uns dem Highway. Leise jetzt. Okay. Aber leise sein müssen, verstehe. Oh, sieht das schön aus. Oh, 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 oh. Verdammte Axt. Scheiße. Oh Mann! Deshalb hast du mich hergebracht? Für den Gestank dieser verdammten Freaks? Ich wäre vielleicht mal leise. Halt, 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 halt! Geh nach! Wo wollen wir denn hin? Vertrau mir. Komm. Geh nicht zu nah ran. Ach, geh nicht zu nah ran. Hohoho, sind das viele? Oh, lecko mio. Alter Schwede. Aber in Reihe und Glied, muss man sagen. Da, hör mal. Links, zwei, drei, vier. Was du mir über die Touristen erzählt hast, die im Sommer aus Kalifornien kamen und den Highway und die Interstate verstopft haben? Ja, im Juli stanken die Leute hier fast so übel wie die Freaks. Tja, mit einer Sache hattest du recht. Diese Freaks, die großen Gruppen, die manche Horden nennen. Ich glaube, sie sind der Grund, warum sie nicht weniger werden. Wie meinst du das? Denk doch mal drüber nach, Mann. Ich gehe da draußen schon seit über einem Jahr auf die Jagd. Busa ebenso. Und Ricky, Skizzo, ein paar andere. Und wie viele Freaks habe ich wohl schon getötet? Ein paar. Ein paar, ja. Aber es werden irgendwie nie weniger. Und das heißt? Es sind diese Horden. Jede Nacht ziehen sie in endloser Reihe über den Santium Highway. Tausende von Freaks. Sie strömen ins Lost Lake Tal, nach Norden in die Cascades. Und du glaubst, sie kommen aus Kalifornien? Der Highway ist zu. Es war seit Jahren niemand mehr südlich vom Santium Pass. Für die Horden ist er nicht zu. Wir kommen wegen der Freaks nicht durch. Wie auch immer, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass jede Nacht Horden hier durchkommen und wir nichts tun können, um sie zu stoppen. Wär's mit Explosivfallen? Das sieht schon krass aus, oder? Da hast du wohl recht. Ich habe bei dem Versuch viele Männer verloren damals. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Und aus jeder Horde, die hier durchzieht, wandern ein paar ab oder sie verteilen sich aus irgendeinem Grund und... Und dann überall Freaks, soweit das Auge reicht. Ach, er wartet auf mich. Sag doch was. Ich war so fasziniert gerade. Von dieser Riesenhorde. Ah, da kann sich hier jeder Kindergartenscheibe von abschneiden. Die gehen hier schön in Reihe und Glied. Jeder hat seinen Partner an der Hand. Wunderbar. Man muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie hier sind. Wir müssen die Horden irgendwie daran hindern, hier durchzuziehen. Mhm. Vielleicht können wir dann ihre Zahl reduzieren. Es sicherer machen. Mehr Land gewinnen und bewässern. Ja. Okay, und wie machen wir das? Du weißt verdammt gut, dass du keine, wie sagtest du, Horde angreifen kannst. Ihr Geheimnis. Ich will verdammt sein. Ja. Sie sind den ganzen Tag über hier. Sie überwintern oder was zum Teufel Freaks tun. Also, woran denkst du, dass wir... Ja. Wir jagen das Ding hoch. Bisschen Dynamit da, da und da. Wir lassen den ganzen Scheiß einstürzen und schließen sie ein. Ja, so schließen wir ein paar hundert ein. Und was soll uns das nein, bringen? Nein, du verstehst nicht. Wenn die Höhle dicht ist, dann haben sie keinen Schlafplatz mehr. Und wenn das verpisste Drecksloch austrocknet und nicht mehr stinkt, dann kommen keine neuen. Das stimmt. Die verteilen okay. Sich doch dann nur anders. Okay, das klingt gut. Okay, los, erst mal zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob das der beste Plan ist. Gut, meine Knie sind aufgewärmt. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Was sagtest du vorhin schon? Okay. Erzähl mal, wie bist du in der Außenwelt ein Experte für Freaks geworden? Verbringst du deine freie Zeit damit, sie zu verfolgen? Zu beobachten, wie sie ticken? Nicht ganz. Ja, sondern, Deacon, erzähl doch mal. Woher weißt du das denn alles? Was eine Horde gerade vorhat, wo sie schläft. Ja, eben. Vor ein paar Tagen war ich nördlich vom Belknap-Krater, als ein Heli vorbeiflog. Ein Heli? Was zum Teufel? Hör mir einfach zu. Es war ein schwarzer Heli. Einer von diesen Nero-Hubschraubern, die überall unterwegs waren, als alles den Bach runterging.
Und du hast einen gesehen, der noch flog. Ich bin ihnen nach. Hab ein Funkgerät geklaut, hab sie verfolgt, wollte sehen, ob sie eine Basis haben und Vorräte. Mann, ich wollte wissen, ob die Cops noch leben. Weißt du, was ich meine? Die machen hier draußen irgendwas mit den Freaks. Sie untersuchen sie oder so. Dafür haben sie die Ressourcen, während wir hier verhungern und ums Überleben kämpfen. Ich bin ihnen hoch zu den Grottenhöhlen gefolgt. Kennst du die? Ja. Sie haben da Bewegungssensoren und zählen, wie viele Freaks tagsüber in der Höhle sind. Und, Mike, es waren Tausende. Tatsächlich. Sie sagten, alle Freaks beim Cascade-Gebirge südlich vom Crater Lake und im Norden hoch bis Smith Rock, alle nutzen diese Höhlen für den Ruheschlaf. Also, wenn wir diese Höhlen sprengen, dann sind es vielleicht ein paar wenige. Ah, es gibt mehrere, die wir sprengen werden. Okay. Ich glaube, das gefällt mir. Guten Tag. Wartest du auf uns? Nee, okay, er wartet nicht auf uns. Nein, der alte Mann gewinnt das Wettrennen. Los, überhol Deacon! Verdammt! Hey, diese Idee von dir, gar nicht übel, aber... Um sowas hinzukriegen, bräuchte man richtig viel TNT. Du sagtest, du willst Lost Lake sicherer machen und genauso wird es gehen. Okay. Okay, hör zu. Ich muss noch was erledigen, okay? Triff mich doch bei der Brücke. In ein paar Minuten. Ich weiß, wo wir was finden. St. John. St. John, anwesend. Muss mich nur kurz um mein Menü hier, um mein Missionsmenü kümmern. Jetzt bin ich da. Also, Iron Mike und ich wollten gerade losfahren. Iron Mike und du? Du bewegst deinen Arsch heute dahin. Oder du und dein verkrüppelter Freund landen in der Außenwelt. Kapiert? Dann steckt ihr richtig in der Scheiße. Entschuldigung? Ey, ja. Ich kümmere mich drum. St. John, Ende. Entschuldigung? Was ist das für ein Ton? Mein Freund, hör mal. Glaubst du, mit wem du hier redest? Wir reparieren das hier mal. Kann ich das gerade nicht reparieren? Okay, kann ich gerade nicht reparieren? Kann ich es in der Basis nicht reparieren, oder? Na, Tatsache, wahrscheinlich, weil ich hier keine Waffen anwählen kann, ne? Was ich will, ist, dass ihr hier nicht alle in so einem Ton mit mir redet, junge Frau. Ja? Bin doch hier nicht der Depp von Dienst. Mädchen für alle, oder was? So. Guck mal, hier haben wir so einen Belohnungs- und Beutehändler. Da können wir mal gucken, was wir haben. Ich hab Busa neulich gesehen. 57 und 18. Gönnung! Mann, das ist echt ein Ding, was ihm passiert ist. Oh gut, Vertrauen dauert noch eine Weile, bis wir da auf der nächsten Stufe sind, aber Wayne... So, okay. Nachdem ich so freundlich gebeten wurde, sieh doch, was sie getan haben. Achso, fahre zur Position. Okay. Nachdem ihr so nett gefragt habt, dann mache ich es halt heute. Skizzo. Arschloch. Entschuldigung. Ich meine natürlich, du netter Mensch. Bereit? Jawohl, alter Mann. Dieses Mal musst du mir vertrauen. Okay. Ich vertraue dir, Opa. Ich vertraue dir. Okay, wo fahren wir hin? Weißt du, was hier abgebaut wurde, überall in der Gegend? Ja, Quecksilber oder sowas. Quecksilber? Genau, Zinnober. Man extrahierte Quecksilber daraus. Viele Leute dachten, es wären Gold- oder Silberminen. Aber das stimmt nicht. Im frühen 20. Jahrhundert war Zinnober wertvoller als Gold. Zum Betreiben einer Mine braucht man TNT für Erweiterung, neue Tunnel, um Höhlen freizumachen und so weiter. Neues. Und um TNT besitzen zu dürfen, musste man sich im Bezirk registrieren und Zweitschlüssel für die Aufbewahrungskisten hinterlegen. Da kennt sich aber einer aus. Das Bezirksgericht, wo zum Teufel ist das? Ich dachte, das weißt du. Das ist im alten Bundesgebäude. Im alten Bundesgebäude? Das in Sherman's Camp. Scheiße, Mike. Was zum Teufel? Du hast gesagt, du setzt nie wieder einen Fuß dorthin. Ach ja, ich erinnere mich nicht. Du warst betrunken. Direkt nachdem Joe getötet wurde. Hab ich dir gesagt, warum? Hier! Nein! Bieg hier rechts ab! Das ist es! Das ist es? Okay. Ey, geil, ich will auch so ein Blech, Mike, so ein Drahtblech vor meinem Reifen haben wie er. Das ist für Freaks nur so für Männer, das ist keine gute Idee. Ja, die Nester hier haben wir, glaube ich, schon geräumt, oder?
Okay, das da, das ist das alte Bundesgebäude. Da wollen wir hin. Okay. Aber ich glaube, die Freaker-Nester, ja. Genau, weil hier ist seine Farm, ne? Genau, Iron Mikes Farm. Lass uns Ärger möglichst vermeiden. Bleib von den Häusern weg. Komm schon, wir müssen da lang. Wo wollen wir hin? Folge mir einfach. Den Schlüssel hat der Commissioner. Und du weißt, wo der ist, wo seine Leiche ist? Ja, ich denke schon. Okay. Schauen wir mal. Weißt du, was hier passiert ist? Hat dich verfolgt? Ja, nee. Alle wurden getötet. Frauen, Männer, Kinder. Nur wenige konnten entkommen. Du warst einer davon, oder? Nur zwei entkamen. Oh. Nora und ich. Da oben, Vorsicht. Mikey Boy. Mikey Boy! Die Kleinen, die kommen doch jetzt, die Kreischer oder wie sie heißen, die kommen doch jetzt hier gleich hier. Oh je, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was zum Teufel, Mike? Ja, das, ja, genau so kann man es, glaube ich, sagen. Was zum Teufel? Keine Munition mehr. Es gab einen Waffenstillstand. Ein Treffen. Genau hier. Oh, wir wussten, was kommt. Wir wussten, was kommt und waren vorbereitet. Ein Kampf. Zwar nur kurz. Aber heftig. Sie hatten doch noch etwas Munition und verdammt. Du siehst ja, was sie getan haben. Wie ich sagte, zwei Leute verließen die Stadt, als alles erledigt war. Und manchmal wünschte ich, ich wäre nicht einer von ihnen. Ah, die Texturen von seinem Gesicht sind immer so matschig, ey. Das triggert mich jedes Mal in der Cutscene mit ihm, ne? Der Commissioner ist der Typ im Anzug. Oh. Und den Schlüssel, damit wir verschwinden können. Ja, mit der Axt im Kopf. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Uiuiui. Dann sind dir doch eigentlich scheißegal. Du hast mich hergebracht. Du hast mich hergebracht, damit ich das hier sehe. Falsch. Hast du den Schlüssel? Wir holen uns die Karten von den Minen, so wie geplant, und damit finden wir mehr als genug TNT, um jede Höhle im Tal dicht zu machen. Bullshit. Hey, 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 das ist... Hast du recht. Ich find's gut, dass du's gesehen hast. Ich kann dir nicht folgen, Mike. Ich rede über den kommenden Krieg mit den Rippern, der auf den Schizo so heiß ist. Glaubst du, ihn interessiert, wer stirbt, Freund oder Feind? Schon gut. Komm, legen wir los. Legen wir los. Boah, da hab ich jetzt aber Bock drauf, du, hör mal. Du hast doch den Schlüssel. Oder hat er den Schlüssel? Hier ist alles verrammelt. Oh. Seine Pistole geht durchs Hemd. Praktisch, kann man schneller ziehen. Riecht, als wäre hier was gestorben. Krabbler. Ja, die Frage ist eher, wie viel ist hier gestorben? Scheiße. Ich habe Kinder nie gemocht, die haben mich immer genervt. Die haben mich immer genervt, ey. Okay. Netter alter Gut. Mann. Das war's dann. Jetzt haben wir Karten zu jeder Mine im Bezirk und wissen, wo ihr Dynamit ist. Okay, dann los. Na, jetzt ist die Textur mal gut. Hörst du das? Ja. Und erwartest du vielleicht jemanden? Nein. Kann ich mich auf dich verlassen? Hey, ich fange nicht deinen Ärger an, aber ich bring's zu Ende, wenn's sein muss. Hasta la vista. Fight! Bleib hinter mir. Hey, ich kann auf mich selbst aufpassen. Klar kannst du das, aber weißt du noch letztes Mal, als wir hier draußen waren? Was war das? Ja, wie gesagt, ich bleibe hinter dir. Was? Sie ist... So, komm du auch auf dem Haufen? So, guck mal. Da liegt er wenigstens zusammen. Alle drei zusammen. So, sehr schön. Kurz reloaden. Oh, das war ja übersichtlich. Mike, hör auf, hier so wild rumzuballern.
Ne, das ist er gar nicht. Entschuldigung, Mike, hab nichts gesagt. Verzeihung, habe nichts gesagt. Wo seid ihr denn? Leute, holt euch mal Schalldämpfer. Feuerwerks. Mehr Schaden, noch weniger Haltbarkeit. Noch weniger Haltbarkeit. Dann leider nicht. Oh. Oh, 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 oh. Freaks. Ja, ich glaube, jede Menge Freaks, ne? Ich würde halt einfach nicht schießen, Mike. Einfach nicht schießen. Außer du hast einen Schalldämpfer. Ah, verdammt. So. Aim is on fire. Läuft. Läuft. So, was haben wir denn hier Schönes? Schnell durchsuchen hier, damit wir hier den Loot kriegen. Mikey Boy kämpft ja eh für uns. Das passt da wunderbar. Wunderbar. So, warte mal. Wir machen hier den Kofferraum noch auf. Mitten in der Schlacht. Wir haben doch Zeit. Es ist doch Zeit. Gedulden wir uns mal alle Jungs und Mädels hier. Mike, machst du das oder brauchst du Hilfe? Du machst es. Du machst es. Oh, fuck. Zack. Ja, komm schon. Zack. Ja. Jetzt noch, alter Mann. Ein Schuss. Ein Kopftreffer. So muss das. So muss das. Lappeninventar voll. Das ist immer noch meine Lieblingsanzeige in dem Spiel. Das Lappeninventar. es wird auch nicht langweilig. So. Hier. Ja. Oh. Scharfschütze. Scharfschütze, Scharfschütze, Scharfschütze. Da. Wo war Zoomen? Hier. Dein schlimmster Albtraum. Da ist dein schlimmster Albtraum, meine Freund. Zack. Zack. Ah! Entschuldigung. Du bist mir nicht vor meine Linse gelaufen, muss ich dich totkloppen. Tut mir leid, junge Frau. Tut mir wirklich leid. So, die lassen wir mal da hinten im Freaker sein. Zack. Läuft. So muss das. Was ein Chaos. Schalldämpfer for the win. Ist echt so, ey. Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Naja, aber wie sollte sie das jemals erfahren? Von mir nicht. Na dann. Warte mal, lass mich noch schnell tanken. Kann ich tanken? Hallo, darf ich tanken? Mike, kurzen Moment. Ich muss... Oh, ich glaube, ich kann gar nicht tanken jetzt hier, oder? Okay, während der Mission kann ich nicht tanken. Entschuldigung, Mike, dass du warten musstest. Tut mir sorry. Aber was wäre denn jetzt, wenn mir jetzt der Sprit leer gegangen? Ah, ich habe gar keine Spritanzeige in der Mission. Okay. Also Sprit ist in der Mission egal. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Dick, du erinnerst mich ein bisschen an mich. Von früher. Wie das? Mir ist alles scheißegal. Oh, du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich, um irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Wer es nicht tut, stirbt ebenso leicht. Auch die guten Leute aus Sherman's Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Skizo will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen und stehen ihm im Weg. Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Ich lasse das nicht zu. Gute Einstellung. Sehr gute Einstellung, wie ich finde. Also von Mike, nicht von Skizo. Weißt du, Skizo, er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Also, so nennt er mich gerne. Er glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das, Mike, lässt du alle draufgehen? Freaks wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu, hey, hey.
Ich mag Carlos und seine Ripper nicht. Genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Trucer, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deek. Ich schlag mich nicht darum, einen von ihnen zu töten. Ich habe genug getötet. Auch wenn Carlos Ärger macht? Ich halte Wort. So viel ist sicher. Okay. Ich nehme an, als nächstes werden wir dann das TNT holen, hä? Herstellungsrezept Attraktor. Nice. Achso, das geht jetzt wieder im Dings nicht. An Herodes Geburtstag. Fahrer zur Position. Oh, da können wir gleich noch Nester. Was haben wir dann? 2 von 6 haben wir schon, also 4 Nester. Neue, hervorragend. Da sehe ich mich doch. Da sehe ich mich doch, liebe Leute. Nein, Mike, darauf würde ich nicht wetten. Ein Waffenstillstand hält nicht. Wir tanken noch mal schnell. Ausnahmsweise gebe ich Skizzo recht. Die Ripper, das sind keine Menschen. Nicht mehr. Ah, ja, boah, es ist echt... Ah, schwierig, sind keine Menschen. Das ist, wie definiert man, sind keine Menschen mehr? Also Menschen sind es ja de facto noch. Das ist eigentlich gar nicht abzustreiten. Die Frage ist ja eher... Haben diese Leute noch irgendwie sowas wie ein Gewissen oder handeln die einfach nur noch aus so einer blinden Ideologie, Überzeugung oder... Ja, keine Ahnung, warum sind die so, wie die sind? Ich meine, die sind ja völlig, völlig krank, diese Leute. Ich meine, mit ihren komischen, selbst zugefügten Narben und Verbrennungen. Ich frag mich, wie es Strange. Geht. Naja. Ich sollte vielleicht mal... sehen. Ich hoffe, dass er wach ist. Wird man nach Olem Ding sehen. Also jetzt sind wir gerade... Boah, Deacon, wir sind gerade weg aus dem Camp. Lass uns wieder zurück zum Camp und gucken, wie es Boozer geht. Wir sind gerade an der Krankenstation vorbeigefahren. Ach, dieses Spiel. Ich mag das Spiel sehr gerne, aber manchmal... Ja, und er hat jetzt auch wieder eine Aufgabe für uns. Na klar. Ja, also das, Mike. Ich wollte ihn euch bringen, ehrlich, aber er hat sich wie ein Wahnsinniger gewehrt und er ließ mir einfach keine andere Wahl, Mike. Echt? Weißt du, was ich sagte? Die Dinge hier regeln. Ja, Mike, weiß ich. Wow. Ah, Mist, ich wollte jetzt noch das Nest links machen. Ich hoffe, ich kann das auch in dieser Mission machen. Wäre tatsächlich ganz gut. Natürlich nachts, klar. Klar, wenn da am meisten los ist. O'Brien, ich bin bei einem deiner Signaltürme, der beim Rogue Camp. Drifter, St. John, meine ich. Verstanden. Was soll ich hier? Ich werde... Ein Heli ist bereits zu dir unterwegs. Sei bereit, O'Brien Ende. Ah, deshalb bin ich hier. Sehr gut. St. John, sie sollten längst bei dir aufgetaucht sein. Siehst du sie? Ja, die sind schwer zu übersehen. Was soll ich jetzt tun? Bleib an dem Forscher dran. Ah, okay. Wie üblich. Wenn du bist, kann ich die Daten nicht abgreifen. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Diesmal musst du ein Jahr sicher. Okay. Ich platziere den Peilsender am Heli. Team, bitte melden. Schon okay, Peilsender am Heli. Weg. Alles sauber hier. Also, was zum Teufel treibt ihr hier draußen? Wolltet ihr mal kurz anhalten und euren Tank auffüllen? Falls ihr das Schild nicht gesehen habt, kein Benzin. Kein Benzin, nein. Sehr gut. So. Brian, da ist er. Haben wir das schon mal? Kann ich da? Wir haben die Studie von 24 Nistplätzen abgeschlossen. Hallo. Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pioneer-Friedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt der nochmal? Ah, Crazy Willies. Ja. Crazy Willies, da waren wir auch schon. Manche Dinge aus
alten Welt vermisse ich nicht. Crazy Willy, südlich des Bernab-Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun. Nester. Warum? Wir wissen es nicht. Wieso bauen sie sie nur in, naja, Gebäuden, Häusern, Hütten und so? Wir haben die Theorie, dass... Sie finden sich nie dort, wo wilde Tiere sie bauen. In Räumen oder in der Wildnis, nur in Häusern. Sorry. Die Jungs im Labor haben eine Theorie. Ich bin sicher, wenn sie darüber reden wollen, kommen sie zu den Baracken, um es ihnen mitzuteilen. Oh je. Ich frag ja nur. Ich krieg auch Sachen. Ich war nicht immer Soldat. Kann ich fortfahren? Sicher. Südlich vom Bernab-Kraten. Oh Mann. Manche Gebiete der Bernab-Wildnis wurden aufgrund der Nähe der Nistplätze zu menschlichen Siedlungen nicht untersucht. Der arme Soldat will sich einfach nur unterhalten und sie? Sie ist einfach todesarrogant. Ich hoffe, ich bin mir sicher. Warte mal. Gib mir den Kopf von dem Mann, den Teufel. Ich war sehr betrübt. Hat er das gehört? Ich glaube, das hat er gehört. Scheiße. Manches an der alten Welt vermisse ich nicht. Oh, Glück gehabt. Upload abgeschlossen. Ja. Bibel. Jetzt kommen auch noch Bibelverse. Okay, ich glaube, links war noch einer, ne? Okay, wir kommen hier durch. Sehr gut. Renn, Deacon! Renn! Sehr gut. Also eigentlich bin ich in so Stealth-Mission gar nicht so gut, aber hier sind sie entweder sehr leicht oder ich bin plötzlich sehr gut. Ich bin natürlich plötzlich sehr gut. Nichts mit dem Schwierigkeitsgrad der Mission zu tun. So, das heißt, wir können jetzt das Nest hier zumachen, ne? Ja, Mike, hier ist Dick. Ich hab gehört, du hättest Shane Riley, doch als ich ihn verhören wollte, war er nicht. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Nein! Nein! Ich hab sie nicht rechtzeitig repariert. Sie ist kaputt. Für immer kaputt. Oh my fucking god. That's not good. Scheiße, das ist wirklich nicht gut. Ich hab gehört, du hättest Shane Riley, doch als ich ihn verhören wollte, war er nicht da. Ja, also das, Mike, ich wollte ihn euch bringen, ehrlich, aber er hat sich wie ein Wahnsinniger gewehrt und er ließ mir einfach keine andere Wahl, Mike. Ein Wecker, okay. Warum? Du weißt noch, was ich sagte, wie wir die Dinge hier regeln. Ja, Mike, weiß ich noch. Lost Lake, Ende. Ich brauche eine Nahkampfwaffe. Ricky. Mist, ich brauche eine Nahkampfwaffe. Ah, so eine Kacke. So ein Mist. O'Brien. O'Brien, hörst du mich? Ich kann gerade nicht. Fuck mich später nochmal an. Ende. O'Brien. So. Oh, verdammt. Ich bin's langsam leid, deinen Boten zu spielen, O'Brien. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich wirklich verstehen. So, wie werfe ich nochmal die Sachen hier? Es tut mir leid, ich habe es leider vergessen, weil ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr gespielt habe. Wir werden das hier einfach rausschneiden. So, man wirft sie, indem man sie einfach richtig ausrüstet. Ich war einfach nur gerade zu dumm, es richtig auszurüsten. Da legen wir den heiligen Mantel des Schweigens drüber und reden nicht weiter darüber, dass ich diese Basissteuerungselemente hier gerade nicht auf die Kette gekriegt habe. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So. Aua! Hack die Hände, ich brauche eine Nahkampfwaffe! Mann! Ja. Si claro, meine Freunde. Fuck. Ich habe jetzt natürlich einfach nur das Stiefelmesser, was einfach gar nichts kann. Mit der Axt. Heil dich, Deacon. Praktisch. So. Dann können wir dir hier schön immer runterknödeln. Oh, oder ich werde runtergeknödelt. Oh, das ist ja fast schon eine Horde. Okay, Leute. Ausdauer verbraucht sehr gut. Das ist mittlerweile eine kleine, ausgewachsene Horde. Hör mal. Nein! Hau ab! Heil dich, Deacon! Oh.
Wo ist mein Motorrad? Brumm, brumm. Ich sagte brumm. Na, natürlich. Der Briefkasten ist im Weg, verdammt. Jippias, Junge, jippias. Scheiße. Oh nein. Vom Motorrad geklöppelt. Mann, ich brauche eine Nahkampfwaffe. Oh. Safe game for the win. So, gleich reparieren. O'Brien. Das Leben macht O'Brien, wieder Spaß. Hörst du mich? Ich kann so. Gerade nicht. O'Brien kann gerade nicht. So, mit dem Tod vergessen wir dann auch, dass ich quasi das mit dem Molotow-Cocktail vergessen habe, wie man den wirft. Ja, wunderbar, alles wunderbar. Ist quasi ein Neustart. So, zack. Wisst ihr, was zu machen? Wir hauen jetzt gleich ab. Gar kein Bock. Wir machen gleich. Jetzt gucken wir nur, dass wir zu dem anderen Nest noch kommen. Gib Gas, Junge. So, dann müssen wir einen großen Bogen fahren. Den großen Bogen und nicht gegen den Posten fahren. So. Sehr schön. Ja, wunderbar. Da ist eine Horde. Verdammt. Okay, also dieses Nest werde ich erstmal nicht machen. Das Nest werden wir erstmal nicht machen. Wie ein Wahnsinniger gewehrt und er ließ mir einfach keine andere Wahl, Mann. Oh, das ist ein Fragezeichen gewesen. Weißt du, was ich sagte? Die Dinge hier regeln. Ja, Mann, weiß ich. Ein bisschen pissig ist er, der gute Mike. Okay. Das sind hier Assis. Nennen wir sie Assis. Da wäre eine Nacktheit. Dick, es ist dringend. Ricky, was ist los? Der Kerl, den wir suchen. Hätte ich auch einen Schuss nehmen können. Der Campbell und Reed ermordet hat. Auf der Farm. Mensch, Mann. Mist. Dieser Mistkerl. Weißt du, wo er ist? Ja, na, komm schon. Ja, er ist am Nordufer bei der alten Bootsrampe. Okay. Skizzo wollte hinter ihm her, aber Iron Mike wollte dich. Ich krieg ihn schon. Danke, Deke. Mach schnell. Kriegen wir hin, den Lynchman. Mal los. So. Warum war jetzt hier ein Fragezeichen? Einfach, weil jetzt die hier waren, oder wie? Captain Corey! Wo ist Captain Corey? Sie müssen ihn anfunken. Mann, der Außenposten wird angegriffen. Ist das hier ein Funkgerät, oder? Wir müssen weg! Wir müssen weg hier! Corporal, wir sind noch mehr! Corporal! Okay. Die Miliz. Was zum Teufel? Hat das jetzt gerade eine Mission gegeben, oder? Auf jeden Fall haben wir hier den Lynchman jetzt, ne? Ah, Kopfgeldjäger, mache Lynchman ausfindig. Achso, wobei, wir könnten erstmal natürlich das zurückbringen, ne? Das machen wir, aber dafür müssen wir zum Motorrad, dann können wir eine Schnellreise machen. So. Hey, Deacon, kannst du kommen? Ja, bin da. Lass mich raten, du hast einen Job für mich. Okay, sind schon Ende. Die haben gerade sehr viele Jobs für mich. Also ich meine, das ist ja schön, aber... Job auswählen? Ne, wir wollen hier, genau, Schnellreise. Grazie mille. Wir machen eine Schnellreise. So, und diesmal fahren wir aber rein. Warum? Damit wir nicht die Motorradholgebühr zahlen müssen. Nur weil sie das Moped 50 Meter reinfahren. Oh, Tucker hat auch Arbeit. Hey, okay. Mal sehen, ob ich Zeit finde. Gegen Ende. Mal sehen, ob ich Zeit finde. Ey, warte mal, das Fragezeichen. Ist jetzt hier drin? Habt ihr eine Quest? Kann ich mitmusizieren? Hallo? Gitarrenspieler im Camp Sammelob. Ach, das ist ein Sammelobjekt gewesen. Ah, lol. Kleine The Last of Us Anspielung, oder was? Party! Disco, Pogo, Dingelingeling. Alle Freaker singen. Okay. Also schnell zur Werkstatt, dann die Quest abgeben, dann die ganzen Jobs annehmen. Uff, wir haben viel zu tun. Ich suche noch ein paar Sachen.
So. Einmal voll machen und einmal reparieren, bitte, mein Freund. Grazie. So. Du hast Arbeit? Du hast Arbeit. Dick, eine Gruppe Männer war hier und ballerte rum. Als wir sie nicht reinließen, fuhren sie weg. Oh, Scheiße. Welche Richtung? Nach Westen. Aber sie fuhren nicht weit. Sie haben ein Camp nördlich von Eden Hill. Ich glaube, sie planen einen weiteren Angriff. Bitte sieh dir das mal an. Okay, ja, ich kümmere mich. Danke, Deke. Wieso ist das schon wieder ein Fragezeichen jetzt? Passiert jetzt da bei der Party noch was? Hallo? Oder ist das einfach nur, dass ich da jetzt immer quasi zum Entspannen und musizieren... Er ist auch voll entspannt hier, ne? Schaut ihn euch an. Yo! Yo, ich wipp von links, ich wipp nach rechts. Ich hab hier Spaß. Oh. Okay. Was hättest du gestern holen sollen? Party. Okay, wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Das ist mir hier zu viel gute Stimmung. Das ist mir zu viel gute Stimmung. Okay, das Fragezeichen. Das triggert mich. Ich mag das nicht, wenn so Fragezeichen dann wieder auftauchen. Vielleicht muss man sich mal das ganze Lied anhören. Boozman! Wie geht's, Bruder? Dick. Ich könnte wirklich eine... Ach ja, wir haben ihn ja den Arm abgenommen. ...zweite Hand gebrauchen. Du legst dich hin. Ja, Ma'am. Also wenigstens gut drauf. Er darf noch keinen Besuch haben, aber ich brauche wirklich Hilfe. Wieso darf er keinen Besuch haben? Ich bin hier. Hey, Doc, im Ernst. Kann ich danach wieder Klavier spielen? Sehr witzig, William. Leg dich hin. Okay. Geiler Typ. Sobald es ergeht. Echt jetzt, es geht etwa so. Wie du siehst, geht es ihm schon viel besser. Das Fieber ist komplett weg. Oh, sehr gut. Alles klar, ich muss mich noch um was kümmern. Wie ich schon sagte, William verdankt dir sein Leben. Boozer schuldet mir einen Dreck. Ich schulde ihm. Ich hab noch zwei gerettet. Eddie und Mia wären gestorben ohne Antibiotikum. Das solltest du wissen. Nice. Freut mich. Rechnung folgt. So, abgeschlossen. Ah, okay. Also die Boozer-Questline haben wir so gut wie fertig. Waffe freigeschaltet. Boozers Flinte. Schöne Sache. Etwas besser zu gehen. Schöne Sache. Gut. Das ist doch ein wunderbarer Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.